Pater Pio verstand sich selber nicht. Das ist der zweite Teil unserer kleinen Serie über Ich verstehe mich selber nicht von Pater Pio. Den ersten Teil können Sie hier nachsehen. Das ist dann verständlicher vielleicht, wenn Sie das zuerst schauen und dann diesen Teil. Und da geht es um weitere Gegensätze, die nur scheinbar Gegensätze sind, aber die Pater Pio besonders scheinen lassen, im Grunde genommen. Einmal hielt ich vor einer Gebetsgruppe einen Vortrag über die Liebenswürdigkeit des Paters und erzählte von der Feinfühligkeit und der exquisiten Nächstenliebe, die der Heilige seinen Mitmenschen immer erwiesen hat. Nach dem Vortrag fragte mich ein Mann aus dem Publikum, wie es für Pater Pio möglich gewesen sei, die von mir erläuterten Eigenschaften mit der Unfreundlichkeit zu vereinen, die er manchmal an den Tag legte, ganz zu schweigen von seiner Strenge im Beichtstuhl. Ich antwortete mit einer Episode, die wir in der Chronik des Klosters von San Giovanni Rotondo nachlesen können. Ein Seminarist aus Varazze war von Pater Pio unwirsch behandelt worden und wollte sich entschuldigen, weil er dachte, der Pater sei ihm böse. Aber Pater Pio antwortete ihm ganz ruhig: Die Worte müssen manchmal hart sein, sonst begeistern wir uns zu sehr. Aber in meinem Inneren bleibe ich immer gelassen, wenn du wüsstest, wie sehr ich alle Menschen liebe. Jesus, als er die Kaufleute, die Händler aus dem Tempel vertrieb, war sicherlich genauso eingestellt. Das war keine Wut, die unkontrolliert war, sondern das war eine kontrollierte Wut, weil er die Menschen aufmerksam machen wollte auf ihre Fehler. Und das ist genau immer diese Balance, die auch Pater Pio aushält. Und er hat es auch vor allen Dingen mit einigen gemacht, nicht mit allen, weil einige Charaktere es vielleicht nicht ausgehalten hätten, aber andere brauchen diesen Schock. Und so hat er sich immer an jede Seele angepasst. Und vielleicht ist es in Süditalien mal vonnöten, dass man etwas häufiger auf den Tisch haut. Ich weiß es nicht. Wer Italiener ist, der kann vielleicht einen Kommentar dazu hinterlassen, um ein wenig Aufklärung zu haben über genau dieses Phänomen. Aber ein Melancholiker, den wird er sicherlich anders behandelt haben, obwohl der manchmal auch ganz gut gerüttelt werden muss und es auch gut verträgt, damit er sich korrigiert. Die rechte Einstellung zum Glauben, die übertriebene Verehrung, die ihm manche Leute entgegenbrachten und eine Hochschätzung, die manchmal an Fanatismus grenzte, war für Pater Pio ein Anlass zu großem Kummer und er musste solche Erscheinungen nicht nur ablehnen, sondern auch tadeln. Und das geht eben bei den Feinden zumindest weitläufige Meinung, dass er das für sich gemacht hätte, dass er das genossen hätte, den Rummel um ihn, ganz im Gegenteil. Pater Pellegrino schreibt, Pater Pellegrino ist immer wieder derjenige, der diese Zweifel hatte, Sie erinnern sich vielleicht. Oft unterstrich Pater Pio humorvoll den Kontrast zwischen den Überzeugungen der Gläubigen und seiner eigenen. Er sagte, schau dir diese Fanatiker an, sie glauben doch tatsächlich, ich sei unfehlbar und fehlerfrei, wo ich doch in Wahrheit nichts verstehe. Das ist komisch. Also, er versteht sich selbst nicht. Den Schmerz und die Sorge, die er wegen dieses auf ihn gerichteten Personenkults empfand, kann man sich nicht vorstellen. Eines Nachts hatte sich Pater Pellegrino im Chor der kleinen Kirche versteckt, um den Pater beim Gebet zu beobachten. Pater Pio glaubte sich allein und weinte ungeniert vor dem Bild der Mutter Gottes der Gnaden. Wenn Sie ein Video sehen wollen über Pater Pellegrino und wie Pater Pio in diesen Zweifelnden, insbesondere in Fragen mit der Mutter Gottes, zweifelnden Mitbruder behandelt hat, dann schauen Sie sich dieses Video an, was ich Ihnen hier verlinke. Von Zeit zu Zeit sagte er, liebe Jungfrau, hilf mir, ich werde überfallen von zu vielen Verehrern und zu vielen Schmeicheleien und zu vielen Spenden. Ich kann nicht mehr. Hilf mir, Madonna Mia. Dieses schluchzende Gebet dauerte so lange, dass Pater Pellegrino von Müdigkeit übermannt im Chor einschlief. Pater Pio versuchte in seinem Alltag, sich jenes Menschenansturms zu erwehren, den er als echte Versuchung gegen die Tugenden der Demut und Armut betrachtete und suchte unter Tränen Hilfe bei unserer himmlischen Mutter. Das ist im Grunde genommen immer wieder dasselbe. Also er, der war wirklich demütig und ein
Beispiel in Demut, vor allen Dingen in der Hingabe an unseren Herrn Jesus Christus, der etwas von ihm verlangt, was er selber nicht versteht. Aber er sagt, hier bin ich, nimm mich, ich kapiere nicht, was du von mir möchtest, aber ich bin bereit, alles mit dir zu machen, denn du weißt besser als ich, was das Richtige ist. Und das ist sicherlich für uns in den vielen Situationen des Lebens, in denen wir uns befinden, wenn wir ganz nah bei der Mutter Gottes sind und plötzlich kommt was, was uns überrascht, womit wir nicht gerechnet haben, eine, weiß nicht, was auch immer geartete Überraschung es sein mag. Und wenn Sie bei der Mutter Gottes sind und sich fragen, warum kommt das jetzt? Und Sie aber bei ihr sind und sagen, wenn ich das jetzt annehme, dann weiß ich, dass das richtig ist. Wenn es natürlich offensichtlich falsch ist, dann kann man das ablehnen, aber das spüren Sie dann auch. Aber die Mutter Gottes, wenn Sie bei ihr sind, wenn Sie den Rosenkranz täglich beten, wenn Sie in der Gnade sind, wenn Sie regelmäßig beichten, dann spüren Sie, jetzt möchte der Himmel etwas von mir, vielleicht ein Opfer, und ich bin gut beraten, einfach Ja zu sagen und das Opfer anzunehmen. Und das hat Pater Pio jeden Tag gemacht. Jeden Tag. Da war er manchmal gezwungen, kurz, angebunden oder barsch zu reagieren. Zu Pater Pellegrino sagte der Heilige, dieses Verhalten sei vor allem im Glauben begründet. Diese Menschen, so sagt Pater Pio, halten mich schon bald für einen Gott. Wenn ich sie nicht schlecht behandle, wird der Fanatismus so anwachsen, dass wir hier auch nicht mehr leben können. Also, er hat das schon, die Gefahr auch erkannt und hat dagegen gehalten. Und wir kennen aus diesen Büchern, insbesondere von der Maria Winowska, die in den 50er Jahren einmal da war, um Pater Pio zu beobachten und dann ein wunderschönes Buch darüber geschrieben hat. Dort ist zu sehen, für uns völlig unverständlich, wie diese Süditaliener sich verhalten in der Kirche gegenüber ihm. Für uns ist das unbegreiflich, aber der Fanatismus war sehr groß. Ich glaube, den Deutschen liegt das nicht so sehr, aber da musste er dagegenhalten. Auch dem Pater Guardian Carmelo Durante gegenüber äußerte der Heilige seine Sorge, die Menschen könnten ihre rechte Einstellung zum Glauben verlieren. Wenn ich sie nicht so behandle, fressen sie mich noch auf. Schau, was sie tun. Aus meinem Mantel haben sie sich Stücke herausgeschnitten und meine Kordel ist zerstückelt, zerfranst wie der Schwanz eines Hundes. Das ist doch Heidentum, sagt Pater Pio. Seine scheinbar jähzornigen Reaktionen waren also in Wirklichkeit Gesten der Gerechtigkeit gegen Gott, der sein Tun inspirierte. Auch wenn er schwieg, litt er sehr unter dem unwürdigen Verhalten der Menschen, besonders in der Kirche. Margherita Cassano berichtet, ich beichtete ihm, dass ich gegen einige Personen geschimpft hatte, die sich im Haus Gottes respektlos benommen hatten. Pater Pio antwortete, meine Tochter, was soll ich da sagen, der ich Jesus weinen sehe wegen der Kränkungen, die ihm die Christen durch ihre Verhalten zufügen? Er stimmte eher dazu, wir können korrigieren, wir dürfen auch korrigieren, wenn das Verhalten unwürdig ist, wenn das Verhalten nicht angemessen ist, dann dürfen wir das tun. Das ist sogar unsere Pflicht, denn damit stellen wir uns nicht selbst in den Vordergrund, sondern vor Christus. Wenn zum Beispiel zu laut geredet wird oder überhaupt der nach der Messe zum Beispiel die Kirche in sich in einen Cocktail verwandelt und alles durcheinander brabbelt, das ist ein Ort des Gebetes. Und Pater Pio sagte zum Beispiel, in der Kirche reden wir mit Gott und nicht untereinander. Wir können nach draußen gehen und da unsere Unterhaltung starten, aber in der Kirche reden wir mit Gott und dort ist Gott anwesend und das haben wir zu respektieren. Und da war er sehr, sehr streng. Das war's mit dem zweiten Teil. Bis zum nächsten Mal.